Hey Leute, herzlich willkommen zurück im Yankee-Lager. Wir bereiten uns jetzt hier gerade auf unsere erste große Schlacht als Yankee vor und das ist die erste Schlacht am Bull Run. Gut, Karriere zuerst. Dann nehmen wir jetzt hier den Truppenteil mit, weil wir dann auf 4 Brigaden gehen. Die haben wir ja hier oben schon drin, aber hier haben wir die noch nicht drin gehabt. So, dann müssen wir mal gucken. 77.000, fast 4.000 Soldaten. So, als allererstes hier ein Offizier. Da nehmen wir hier einen Major. Da können wir hier ruhig den Besten nehmen. Vom Geld her nimmt sich das nicht viel. So, haben wir den wieder drin. So, fast 4.000 Soldaten. So, wie machen wir das am besten? Ah, und Gewehre haben wir auch nicht gerade viele. Können wir bei der Politik was kratzen? Dann holen wir uns hier von der Politik mal die Palmetto. Dann haben wir 2000 Gewehre mehr. Und hier hätten wir noch 10 Pfünder Artillerie. Ach komm, die nehme ich mir auch noch mit. Die können wir hier gebrauchen. So, und jetzt Soldaten. Da gehen wir hier auf 1000. Ja, ich gehe erstmal auf 1000. Komm ja auch bis auf 700 mit Grünschnäbeln, dann kriegt er 300 Veteranen drauf. So. Ach, hier können wir nur Schnäbel nehmen, das ist akzeptabel. So, wie sieht's hier aus? Ach, das geht auch noch. So, und dann haben wir hier noch eine. Ja, hier wird das sicherlich auch noch gehen mit der Schneebild. So, das hätten wir erstmal. So, dann geben wir den hier auch das Palmetto. Und machen uns hier nochmal eine neue Infanterie. Können wir das Springfield nehmen? So, und jetzt haben wir hier mehr Artillerie. Okay, da müssen wir wieder rannehmen. Warte mal, 5 haben wir. Können wir auf 11 gehen? Da hätten wir noch 4. Dann gehen wir auf 9. So, jetzt haben wir noch 884 Soldaten übrig. 6 Infanterieeinheiten. Komm, dann kriegt ihr nochmal jeweils 150 oben drauf. Sir, yes, sir. Muss ich zwar ein paar Gewehre kaufen, aber naja. Na, geht hier immer noch ein bisschen runter. Ah, komm hier, für die zweite Division muss das auch reichen mit den Schneebild. So. Ja, den noch. Dann haben wir eh nur noch 21 Gewehre. Dann spare ich mir das hier bei der letzten Einheit. Und dann sieht es so aus, als wenn wir erstmal wieder durch sind mit dem Pushen. Haben noch ein bisschen Kohle übrig. Wie viele Soldaten haben wir jetzt? 6870. Komm, gehen wir hier auf 7500 mit der Versorgung. Und dann geht's auf die Karte. Ab geht's.
gefangene Nachricht. General, ich empfehle, dass Sie unsere Position nach den Ereignissen in Hilferuf verstärken. Die Armee von Ulysses S. Grant ist nur zu gut in der Lage, uns jetzt zu vernichten, wo wir am verwundbarsten sind. Bitte zögern Sie nicht und senden Sie die übrig gebliebenen Armee wenigstens ein paar weitere Divisionen. Unsere Männer brauchen Ihre Hilfe. Colonel Patrick Haggood. Und nochmal abgefangen. Sir, ich muss Ihnen mitteilen, dass wir höchst besorgt über das Vorrücken von Ulysses S. Grant in Richtung Richmond sind. Mein aus 6.500 ausgebildeten Soldaten bestehendes Korps ist unterwegs, um Ihre Armee zu verstärken und wird bald bei Ihnen eintreffen. Lieutenant General Alan Cutler. So, und dann steht's hier an. Erste Schlacht am Bull Run. 236.000 kriegen wir dafür. Zum Glück 14.000 Soldaten, weil Soldaten brauchen wir dringend. Und wegen diesem Lager, was wir gehalten haben, minus 20% Waffenqualität des Feindes. Das ist ja wunderbar. Ja, dann geht's mal rein in die Schlacht. Jetzt ist es nur noch Mord. Bei Fredericksburg. Schlacht am Bull Run, 21. Juli 1861. Einige Meilen im Osten wurde die konföderierte Armee von P.G. T. Beauregard südlich des Bull Run aufgestellt, um Manassas Railroad Junction zu schützen. Brigade General Irvin McDowell führt die Unionsarmee von der anderen Seite und sucht nach einer Schwachstelle für einen Angriff. Die konföderierte Armee wurde verteilt, um alle möglichen Flussübergänge zu verteidigen. Ihre linke Flanke ist verwundbar und genau dort wird das Gros der Unionsarmee angreifen. Zuerst werden sie einige von McDowells Truppen in ein Ablenkungsmanöver an der Steinbrücke führen. Ihre Mission wird es sein, von unserem primären Flankenmanöver durch Sudley Fort abzulenken. Als nächstes wird ihre Armee mit der Unterstützung von McDowells Hauptstreitkräften einen Großangriff von Westen her starten. Das Hauptziel wird sein, Beauregards linke Flanke zu überraschen und sie schnell zu überwältigen, bevor Beauregard durch Joseph E. Johnston Shenandoah Armee Verstärkung erhält. Also, fast 9000 Soldaten haben wir schon mal. Dann fügen wir hier unser Korps ein. Naja, haben wir immerhin über 16.000 Soldaten. So, und unser Korps kommt von da. Und hier ist dieser Ablenkungsangriff. Ja, und genau hier standen wir, als wir die konföderierte Kampagne gespielt haben. Mit ganz wenig Truppen, aber es hat gereicht. Ich hoffe, die sind jetzt als KI nicht so stark wie ich selber. Die Rebellen bewachen die Manassas Railroad Junction mit starken Kräften. Ein paar Meilen östlich von hier. Der Bull Run wird von mehreren konföderierten Brigaden verteidigt und es könnte riskant sein, sich gewaltsam einen Weg hindurchzubahnen. Es wäre ratsam, mit einem kleinen Teil der Regimenter einen Täuschungsangriff auf diese Brücke zu starten. Unsere Hauptstreitkräfte können den Fluss hier überqueren und die linke Flanke der konföderierten Armee angreifen. Wenn wir schnell handeln, wird den Rebellen keine Zeit bleiben, um das Gebiet zu verstärken und sie werden gezwungen sein, das Feld zu verlassen. Dann werden wir gen Osten marschieren und den Gnadenstoß versetzen. Wir können den Krieg heute beenden, General. Viel Glück! Es geht los? Ich dachte schon. General, wir sind dazu bereit, unseren Ablenkungsangriff auf diese Steinbrücke auszuführen. Einige Regimente der Rebellen bewachen dieses Gebiet. Rücken Sie vorsichtig vor. In ungefähr einer Stunde werden unsere Divisionen eintreffen und einen Großangriff auf ihre linke Flanke starten. Auf ihre Flanke. Da stand gar nicht links. Sorgen Sie dafür, dass die Rebellen bis dahin beschäftigt sind. Viel Glück, General. So, da geht's los. Kurze Pause. Ja, dann kicken wir mal, wie das hier machen. Ja, warte mal. Zweimal nach da. Ja. Dann müssen wir die erstmal reinmarschieren lassen. Das kann ja nicht alles sein hier, oder? Jawohl, da kommt noch was. Ja, zieh hier einmal Plänkler raus. Da einmal Plänkler raus. So, ihr geht hier in Stellung. Artillerie. Obwohl, nee, warte mal. Die Plänkler, die nehme ich damit.
Ja, ganz ehrlich, ey, die sind doch immer schnell. Ey, versuch mal mit denen da hinten rüber zu kommen. Aha, die Artillerie hat er gesehen. Oh, da kommt auch schon Kavallerie. Na, wo ist sie hin? Ah, da kommt sie. Da gibst du jetzt erstmal eine Breitseite, oder? Sehr gut. Tja, vielleicht schaffen wir das. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Die werden zwar wahrscheinlich unheimlich kaputt sein. Obwohl das bei Plänklern immer eigentlich ganz gut geht. Aha. Er steht hier also auch an der Furt. Denn er sieht so aus, als wenn er hier so eine Stellung hätte. Die hatte ich, glaube ich, nicht. Ja, Kavallerie, das wäre sehr schön, wenn du jetzt hier nochmal rüber reiten könntest. Komm. Den Ruck. Ah, will sie aber nicht. Ja, das hier gefällt mir gar nicht. Er kann auf mich schießen, aber ich nicht auf ihn. Können wir hier nicht was sehen? Steht euch mal ein bisschen günstiger hin, falls die Kavallerie noch mal kommt. Da kommen sie noch mal. Zwei sehr gute Breitseiten bekommen. Du bleibst noch mal stehen ein bisschen. Genau. Jetzt kriegt er noch eine hier. Los, Feuer! Das sieht gut aus. Jawohl, und so, wie sieht's hier aus? Mit der Erschöpfung auch noch gar nicht so schlecht. Ey, da oben kommen meine Truppen. Ja, noch marschieren sie. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Jawohl, die Kavallerie haben wir geschlagen. So, da würde ich mal sagen, so, die sind unterwegs. Hier passiert erstmal nichts. Dann machen wir erstmal eine Pause. Na, dann gucken wir doch mal, was da oben Schönes gekommen ist. Die drei Brigaden. Also ich weiß nicht, ob er jetzt hier. Also ich hatte, als ich es als Konföderierter gespielt habe, hier nichts. Das heißt jetzt ja aber nicht, dass er hier nichts hat. Ja, die müssen sich erstmal so ein bisschen entwirren hier. So, Artillerie, zack. Ist hier noch was, was ich übersehen habe? So, da ist die Farm, die Matthews Farm ist das.
So, jetzt greifen wir hier die Info mal an. Oh, Kavallerie ist da. So, ganz kurz Pause, um die da oben wieder zu bewegen. Hier ist noch nichts zu sehen. So, wo ist es denn günstiger? Ich glaube, wenn wir von hier kommen, ist günstiger. Allerdings auch mehr Wald. Nicht so toll durch den Wald. Ja, so ist okay. Kurz mit Grant gucken, dass da auch alles supi ist. Dann kann es weitergehen. Aha, da oben ist noch was gekommen. Ja, noch eine Info. Eieiei, das ist echt eine sehr gute Info. Was ist hier los? Da musst du nochmal hier von der Flanke ran. So, dann kommt die von da. Die verliert die kaum, Leute. Oh, hier steht die erste fette Info. Sehr gut, die haben wir hier rausgeschlagen. So, Plänkel auf die Flanke. Infanterie erstmal hier in Stellung. Oh, der steht hier im Wald aber ganz dicke. Ah, da kommen die nächsten Einheiten. Und noch eine. Alles da auf die Flank.
Oh, der hat hier bei der Matthews-Farm aber dick aufgefahren. Sehr gut, die können immer noch alle auf die zweite Infi hier schießen. Das ist alles unterwegs. Cool, die haben wir zurückgeschlagen hier, die eine. Stellen wir uns hier ein bisschen günstiger hin. Dann kann er hier vielleicht nicht mehr nachschieben zur Matthews Farm. Irgendwo wird gestürmt. Oh ja, hier. Der scheint auf die Infi zu stürmen. Ziehen wir die ein bisschen zurück. Stellen die ein bisschen günstiger hin. So, und jetzt kann die wieder kommen. So, Kavallerie ein bisschen weiter rein. So, flankieren. Ihr rückt auch weiter vor. Haben wir rausgeschlagen. So, ihr macht da die Flanke dicht. So, Artillerie nach Versorgung. General. Hilfe, die wir aber vielleicht hier flankieren können. So, hier machen wir einen Kessel. Das sieht gar nicht so schlecht aus bis jetzt, glaube ich. Die Rebellen haben sich zum Henry Hill zurückgezogen. General, wir sind dem Feind zahlenmäßig überlegen und müssen weiter vorstoßen. Die Konföderierten richten ihre Verteidigung auf diesem Hügel in der Nähe der Henry Farm ein.
General Jackson wurde gesichtet, wie er mit frischen Truppen aus dem Süden gekommen ist. Wir müssen die Verteidigung auf diesem Hügel durchbrechen, bevor Verstärkung für die Rebellen eintrifft. Wir erwarten einen ihren Angriffsbefehl. So, Pause. So, dann müssen wir unsere Truppen mal richtig aufbauen. Ah, hier oben ist auch noch jede Menge. Ihr schiebt euch so von daran. Ihr mal hier. Dann versuchen wir mit der Artillerie mal Kartätschenfeuer zu machen. So, die sind alle auf Angriff da. Ihr greift die Artillerie an. Ihr versucht hier zu flankieren. Die beiden Plänkler-Einheiten nehme ich mal noch damit. Doch, das ist alles unterwegs. Ich denke mal, die Artillerie kann schon ein bisschen weiter nachrücken. So, dann geht's weiter. So, nachrücken. Ein bisschen ausruhen dabei. Ja, ich würde ihm unheimlich gerne noch hier die Ari wegnehmen, dass sie es nicht mehr da hinten zu Henry Hill zurückschafft. Ja, hinten kommen wir überall rüber. Da gehen wir mit denen lang. Ah, ich glaube, die Ari ist weg. Sehr gut. So. So, Grant mal in die Mitte. Ein Versorgungswagen noch da. Einen noch da, aber warte mal. Genau, die könnten Versorgung gebrauchen. Zack, fährst du da hin. Bleibst du hier in der Mitte. Gut, die könnten natürlich auch Ammo gebrauchen. Alle so ein bisschen in den Wald rein. The Plank, Law of the Flank. Er stürmt schon wieder. So, ihr seid unentdeckt und geht genau hier rüber. So, da marschieren die nächsten Brigaden auf. Da haben wir doch schon einen ganz guten Kessel hier.
Sorry dahin. Tja, der Yankee hat die guten Truppen. Weg. So, Plänkler da wieder hin. Dann müssten die eigentlich erstmal alle voll sein. Dann eiern wir mit dem Versorgungswagen mal darüber. So, dann gucken wir mal, ob wir hier nicht den Hügel einnehmen können. Ja, die Schreiner Ammo sollt ihr kriegen. So, und wir gehen jetzt hier mal über den Fluss rüber. Da, die beiden sind schon ziemlich angeschossen. Die lasse ich hier als Backup im Wald drin. So, ein bisschen günstiger hinstellen. Gucken wir mal, ob wir hier auch rüberkommen. Sehr gut, wir können jetzt hier rüber. Aber warte mal, da kommt noch was. So, Kavallerie nehme ich mal mit nach da. So, da wird es gleich abgehen. Da nehme ich mal meinen Grant mit. Oh, es geht schon los. So, du mal schnell auf die Flanke. Was macht die Kavallerie da? Der ist ja bestimmt hier wieder durch meine durchgeritten. Die haben wir gefangen genommen. Ganz weit weg. So, rüber hier. Angriff. Angriff. Hier ins Gehöft rein. Hier da drauf. Flanke dicht machen. Artillerie dahin. So, gehen wir mal da rein.
Da komm, Artillerie. So, ich denke mal, die werden hier ganz gut zusammengeschossen von allen Seiten. Die bedrohen wir auch schon. Schreit immer noch nach Ammo. Der Wagen steht schon daneben. So. In das Gehöft rein. Und dann schießen von allen Seiten. Kavallerie immer versuchen von hinten zu kommen. 19 nur noch? Hier wird von allen Seiten gefeuert. Die sind auch weg. So. Bisschen da mehr rein, habt ihr mehr Deckung. So, die Plänkler machen hier dicht. Ihr macht da dicht. Wieder gefangen genommen. So, dicht machen. Dicht machen. Artillerie hinterher. Zack. Die Konföderierten gehen zum Gegenangriff über. Das kann ich mir ja kaum vorstellen. General, unsere Männer sind von dem ununterbrochenen Kampf erschöpft und es kommen noch mehr Rebellen. Wir sollten unseren Vormarsch einstellen und unsere Stellung halten. Oh, es geht schon weiter. Pause. Dann machen wir das doch mal, wie er das gesagt hat. Aber du musst da nochmal angreifen. So, jetzt ist alles erledigt. Welches sind schon ganz gut angeschossen? Die hier. Die nimmt mal das Gehöft ein. So. Die Artillerie hier so hinter. Plänkler dahin. Die Artillerie kommt dahin. So, stellen wir hier noch eine dicke Info hin. Die kommt dahin. Ja, sie müssen sich alle erholen, ne? Ja. Hat er ja auch gesagt. So, die laufen nicht mehr. Du kommst so.
So, sollten Sie Sturmangriffe machen? Packen wir die hier hin? Die drei Einheiten in den Wald. Tja, wäre schön, wenn wir die hier noch kriegen könnten. So, der Rest ist erstmal unterwegs. Versorgst du nochmal da? So, ich mache erstmal weiter. Sieht das hier alles ein bisschen entwirrt? So, die Kavallerie hat die auf jeden Fall weggeschlagen. Hier zurück. Da könnte man noch ein bisschen Kartätschenfeuerartillerie hier gebrauchen. Oh, jetzt kommt er von da. So, ihr müsst ja doch noch mal Schub geben. Die nehme ich auch mal mit nach da. Jetzt ist er zum Glück erstmal stehen geblieben. Nee, die gibt mir zu harte Einschläge, die Sau. So. Da mache ich schon wieder dieses Überkreuzgehen, ey, das ist so ätzend. Super, die werden weg. Da, und jetzt fliehen sie nämlich, weil sie dieses Überkreuzgehen gemacht haben. Oh, die will sich auch schon wieder so komisch verschieben. So, ihr bleibt als Sturmschutz hier mit drinne. So, müsstet ihr eigentlich auch schießen können, wenn ihr euch da einstellt.
Boah, ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Dann gucken wir mal, ob wir hier nicht die Flanke dicht machen können. So, Versorgung. Mal noch da. Wo ist der andere? Da. Du eierst mal hier eine Runde rum. So, ihr macht den Flussübergang dicht. So. Aha, die nächsten weggeschlagen. Hier mit der Versorgung aus. Kannst du eigentlich mal eine Runde drehen? So, dann flankieren wir hier noch mal. Irgendwo wird gestürmt. Ja, haben wir auch wieder weggeschlagen. Sehr gut. So, versuchen wir hier mal zu flankieren. So, der ist empty. Ganz weit weg. Oh, er hat aber auch welche von mir zum Fliehen gebracht. Da kriegt er gut Artilleriefeuer. Und die sind auch wieder weg. Raus sind sie. Aha, meine Kavallerie zieht sich wieder zurück. Ihr müsst nicht mehr laufen. Kavallerie wieder ein bisschen ran. Versorgung mal eine Runde drehen.
So. Mal ein bisschen näher ran hier. Genauso wie ihr. So, Artillerie wieder ein bisschen ran. Ulysses in die Mitte. Ja, ich würde sagen, die Schlacht ist gewonnen. Es kommt nur noch drauf an, wie viele Verluste wir noch einfahren. So, der Wagen ist auch voll, voll leer. Zack, kann auch abhauen. Da kommt ihr mal ein bisschen vor hier. Alles ran. Die schießen schon mal alle, sehr gut. Schießt hier die Artillerie zusammen. Machen wir hier den Kessel dicht. Beeilt euch doch mal. So, jetzt kann man langsam wieder alles auf Schub. So, und dann schießen wir ihn da mal zusammen. So, jetzt können die auch schießen. So, können die jetzt auch schießen gleich? Ja, so ist es. So, die schießen, die schießen, die schießen, die schießen nicht. Ich will aber, dass ihr schießt. Na, da stirbt er. Brauchen wir hier mal ein Backup.
über meine Einheit stehen lassen. Bringen wir lieber die mal auf die Flanke. Aha, hier kann man es nicht schießen. Da müsst ihr näher ran. So, zack, zurück. Da bringen wir hier die Tausender rein. So, dann geht ihr mal da hin. Ich würde ja eigentlich ganz gerne noch dir die mir mal gönnen. Ich reite einfach mal rein, ey. Zack, gefangen. Zack, meiner. Zack, meiner. Und weg. Ey. Jetzt müssten eigentlich irgendwo... Wahrscheinlich diese eine Kavallerie, die irgendwo rumgeeiert ist. So, wir haben auf jeden Fall keine Lust mehr. Wir hauen jetzt ab. Ja, würde ich mal sagen, das haben wir ganz gut gemacht. Jetzt müsste eigentlich wahrscheinlich nur noch die Zeit ablaufen. Er ist hier hinten, glaube ich, irgendwo mit einer Infanterie hingerannt. So, und jetzt können wir beenden und das machen wir auch. Jetzt kein Bock, die zu suchen. So, da haben wir einen ganz guten Sieg eingefahren, denke ich mal. Ja, so ist es auch. Ja, wir haben beide ungefähr gleich viel in die Schlacht geführt. Er hat nicht ganz 15.000 verloren und wir haben so ein bisschen über 3.000 verloren. Ich denke mal, ist akzeptabel. Mindestens 15% mehr Verluste haben wir ihm auch zugefügt. Ah, hier oben alles von uns. Eine Kanone von ihm hier noch zu sehen. Und eine Infanterie. Ja, leider ein Colonel verstorben. Ich hoffe mal, dass das keiner von meinen ist. So, Supplies eingesackt. Gewehre brauchen wir unbedingt. Aha, 1842 haben wir hier 1200 zumindest abgestaubt. Und nochmal 2000 Farmer. Das ist auch nicht schlecht. So, und da haben wir die War Service Medal bekommen. So, was haben wir noch bekommen? Ein Korps mehr haben wir bekommen.
1000 neue Rekruten, weil wir über 2000 Gefangene genommen haben. Ja, 236.000 und 14.000 Soldaten. Sehr schön. So, und bei mir ist zum Glück kein Offizier verstorben. Sie sind alle noch da. Wunderbar. So, da hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet hier bei der ersten großen Yankee-Schlacht am Bull Run. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.